Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute gibt es mal wieder den XXL-Schredder. Und zwar in der Super Mario-Edition. Leute, wer nicht Super Mario liebt, der hat keine Kindheit gehabt. Ehrlich gesagt, Leute, jeder muss mal eine Nintendo-Konsole gehabt haben. Und heute sehen wir, wie die Super Mario-Charaktere durch den Schredder sich schlagen. Auf dem Kanal von Geuser gucken wir Shredding Super Mario with Real Life Shredder. Und ich würde sagen, lasst den Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Schredder-Videos sehen wollt. Und let's go! Das war das schlechte Ende von Super Mario. An das kann ich mich aber gar nicht erinnern. Yoshi! Nein! Oh nein, Yoshi, der Arme! Was ist das? Ist das ein Ballon? Oh. Das war aber echt cool, weil da war die Luft noch drin irgendwie und das Ding war ja super aufgeblasen bis zur letzten Sekunde. Wie ist das möglich? Wie funktioniert das? Eine Super Mario Maker Uhr? Alter, das muss ich mir in Slow Motion angucken. Oder vielleicht macht er ja Slow Motion. Er muss das Slow Motion machen. Er muss Slow Motion machen. Ja. Boah, ich guck mir das nochmal in Slow Motion. Slow Motion an, Leute. Wenn ihr dieses andere Slow Motion haben wollt, dann macht ihr bei einer Slow Motion nochmal doppelte Slow Motion. Und dann habt ihr doppelte Slow Motion. Achtung. Und jetzt? Wo ist der Moment, wo es zerbricht? Hier. Jetzt. Boah. Alter, das sieht voll cool aus. Ich weiß nicht, warum ich gerade jetzt so lange an der Uhr zugucke, wie sie gesprengt ist, aber das war schon cool, sage ich euch. Das war schon cool. Yo, und am Ende bleibt nur noch dieses Kristallzeug. Na, Bro, ich hoffe für dich, das Spiel ist nicht drin. Du kannst doch nicht so ein gutes Spiel ver... Bitte, nein, ich verstehe es bei Plüschtieren, aber nicht bei Spielen, die nicht mehr im Laden verkauft werden. Gib mir das Spiel doch selber. Bitte, gib mir das Spiel. Please, schreibt alle Spiele in die Kommentare. Nein. Ein ausgedrucktes Bild von Mario. Das kann man auch schreddern. It's a me. Und Goombas machen. Was machen Goombas nochmal für ein Geräusch? Wer bist du? Du bist kein Mario-Character. Ich erinnere mich nicht aus dem Wunderland, dass du da rauskommst. Auch in Mario Wonder habe ich dich nicht gesehen. Oh nein, die kriegt man da, wenn du. Ihr habt nichts gesehen. Das war, was ist das? Ein Radiergummi? Es war lustig. Es hat einfach gar kein Geräusch gemacht. Warum ist es so lustig? Okay. Ein Mario-Notizbuch. Ja. Kann man schreddern. Das ist ein Anspitzer. Oh, Leute. Anspitzer. Ach ja. Oh, cooles Puzzle. Wobei Marios Gesicht, Leute, wenn man da drauf zoomt, er sieht irgendwie nicht gesund aus, oder? Irgendwas stimmt mit seinem Auge nicht. Nee, irgendwas stimmt mit seinem Auge absolut nicht. Und das Puzzle hatte nicht mal die Möglichkeit, sich zu entpuzzeln. Es war stabil. Es hat gewackelt. Aber am Ende hat es nichts genützt. Ich kann ehrlich gesagt langsam mal wieder ein Puzzle machen, weil ich erinnere mich an schöne Zeiten, wo ich so ein Star Wars Puzzle gemacht habe aus allen Charakteren von Episode 1 bis 6, den einzig wahren Episoden. Und ich muss sagen, wir saßen da, glaube ich, die ganzen Weihnachtsferien dran als Familie. Und man konnte jederzeit mithelfen. Jeder konnte irgendwann mal was beisteuern. Und ich fand's cool, dass es so schwer ist. Probiert mal wieder ein Puzzle auszupacken. 1000 Teile. Früher war sowas übelst im Trend. 36.000 Teile und mehr. Das war wie so eine Lebensaufgabe. Oh nein, der Regenschirm, Kaufland.
Bei Kaufland wird alles geklaut. Hier wird gleich alles geklaut. Und da geht der Regenschirm weg. Und der Regenschirm ist weg. Alles wird hier gleich zugebombt, zugesprengt. Junge, ich liebe dieses Meme. Ich liebe dieses Meme. Das ist auch kein Mario-Charakter. Obwohl er aussieht wie ein Tromp. Womp. Tom, Tom. Womp, Womp. Womp, Womp. Nicht Womp, Womp. Diese Womp. Aus Mario 64. Da war er noch blau. Der sieht schon ähnlich aus, aber am Ende des Tages hat er den Kampf verloren. Und das war's. Oh, was ist das? Das ist cool. Ist das eine Spardose? Okay, es macht nur das Geräusch, oder? Kommt bitte, sagt mir, dass da noch irgendwas anderes kommt. Kommt da nichts anderes? Nur das Geräusch! Ja, ab mit dir, den Schredder. Das Ding ist nutzlos. Es macht nur dieses Geräusch. Oh, jetzt ist es unmöglich, das Ding zu zerstören. Jetzt wird das Ding lange kämpfen. Runde Kugeln, vor allem in der Form. Nein, du hilfst nicht. Du hilfst nicht mit. Nein. Oh, 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 oh. Die Kugel, Leute. Der Pilz. Er wird den Kampf gewinnen. Na los. I believe in you. Oh, Leute, er wollte rausspringen. Er hat es fast geschafft. Das Ding ist unmöglich zu zerstören. Das ist die härteste Challenge für Geuser bisher. Die härteste Challenge. Ah, langsam kommen die ersten. Nein. Nein, 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 Bro. Nein. Nein. Oh nein. Das ist der günstigste Winkel. Aber das Ding ist unzerstörbar. Der kann das durchgängig laufen lassen. Es wird nicht kaputt gehen. Nein! Es ist passiert. Es ist passiert. Es ist tatsächlich geschreddert worden. Aber nur das eine Teil. Nur das eine halbe Teil. Ja, ich glaube, beim anderen hat er aufgegeben. Nein, nicht nochmal rein. Oh Mann, das war's. Es war ein langer Kampf. Alle mal Rest in Peace, Toad. T-O-A-D. Und jetzt Super Mario. Der Endboss. Der einzig wahre. Here we go. Das ist ein Secret Level. Da musst du rein, Mario. Da kommst du in ein absolutes Secret Level rein. Ich verspreche es dir. Es wird sich lohnen. Ja. Absolut. Ja. Diese Soundeffekte. Lohnt sich für dich, Mario. Vertrau mir. Vertrau mir einfach. Und. Oh, 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 oh. Du musst da reingehen. Ja, stehen bleiben. Ein paar Sekunden stehen bleiben. Das ist ein Secret-Level-Eingang. Secret-Level. Viel Spaß im Secret-Level. Es nennt sich Game Over. Junge, das Timing war einfach perfekt. Ja. Rest in Pieces, würde ich sagen. Ja, Mario, das ist das Secret Level. Die Todeswelt. Ich nenne sie einfach mal. Das Jenseits. Das ist die neue Welt, die Secret World. Ja. Und Mario verzweifelt sein Gesicht, sieht man. Der Bruder hat auf jeden Fall keinen Bock mehr. Oder er ist gerade in der Wolkenwelt. Aber ja, Leute, er hat sich verabschiedet. Jetzt gucken wir noch, wie die ganzen Leute zurückkehren. Luigi! Er kommt aus der Secret-Welt. Warum ist eigentlich Luigi immer der erste Mario-Charakter, den man opfern will? Warum muss es nicht Mario sein? Immer muss es der kleine Bruder Luigi sein. Immer. Dieser Luftballon, ey. Oh, das sieht cool aus, die Uhr. Und er hat mit der Kraft der Psychokinese, Telekinese. Ah, Leute, das Spiel ist doch nicht kaputt. Es ist wieder da. Alles gut. Mario 3D Land ist wieder da. Mario ist Papier. Ja. Dann kommt der Goomba. Dann kommt das Ding, was nichts mit Mario zu tun hat. Dann kommt das Teil. Dann kommt als nächstes
der Anspitzer. Man kennt ihn. Und jetzt haben wir auf jeden Fall das Puzzle. Und yo, das sieht so unfassbar aus, wenn das Puzzle so zurückkehrt. Und dann haben wir den Mario-Regenschirm. Der aus dem Nichts... Ja. Boah, Leute, stellt euch vor, der Shredder wäre ein Teil des Skibidi Toilet Multiverse. Und er würde in der Lage sein, kaputte Sachen zu reparieren, indem man sie nach unten tut. Und dann schreddert er sie zurück. Das heißt, man könnte rückwärts schreddern. Also, dass man wieder zusammentut. Wäre das nicht eine absolut geisteskranke Erfindung? Und dann haben wir den, der nichts mit Mario zu tun hat. Und ganz zum Schluss den lieben Mario. Oh nein. Da war der Pilz. Der hat es aber nicht von Anfang bis Ende gezeigt, sondern einfach nur die kleine Stelle. Leute, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus, haut rein und ciao.